Twist Fate Last of Us Part 2. Also dann. Nun, wenn das heißt, untersucht wäre. Moment mal, ich weiß nicht, das ist ja auch, also auch eine Bank, Pascal. Ich weiß nicht mehr genau, wie es darauf kam. Ich weiß nicht mehr, wo ich über die Bank war, aber ich glaube, es war eins von diesen dort, aber ich schätze mal, wenn ich bei euch suche, werde ich das finden und gut ist. Ich höre es. Infizierte. Das kommt aus dem Gerichtsgebäude. Das wird richtig übel, oder? Zumindest sind wir bereit. Man muss wohl eingehen. Aber ist nur wo. Wo ist Schmell überhaupt hin? Ich höre schon jetzt, sage ich sie schon mal nirgends. Wer bist du ja schon mal?
Oh Mann, ey. Komm schon. Ich kann noch Eier geben. Oh. Ich hab die Eier gefunden. Okay. Wie sind sollten jetzt ein bisschen tätig sein? Nee, doch nicht. Ja, und dann ist auch eine. Einfach schon Seite. Das ist die Mana.
So. Und jetzt werden jetzt mal alle. Ich glaube schon. Suchen wir das Benzin. Ja. Hier ist wohl geschworener zu sein. Bestimmt cool. Du setzt dich hin, ziehst dir Beweise an, versuchst rauszufinden, ob einer lügt. Gib mir nur 5 Minuten und mein Messer. Ich sag dir, ob jemand lügt oder nicht. Oh, wow. Okay. Ja, sie geschworen. Elias hat geschworen, was heißt sie? Wäre die aber. Wäre ich da eine Geschworene gewesen. Ein Schüssel. Hey, hilf mir mal. Komm mal. Wir werden suchen, verdammt. Ah, geht doch. Ich habe ja suchen. Hey, hilf mir mal. Komm mal. Warst du schon mal in einem Gericht? Nein. Willst du mir erzählen, dass du in Boston nie Ärger hattest? Doch, ich hatte Ärger. Aber ich bin nie vor Gericht gelandet. Da, wo sie sicher ist. Das Parkhaus. Das Benzin ist da drin, oder? So stand es auf dem Zettel. Dann lass uns da runtergehen. Ich will jetzt wissen, was es sich jetzt gibt. Außer der Tasche, wo gemerkt. So. Das könnte nützlich sein. Nehmen wir die Machete. Was ist das? Eine To-Do-Liste. Hat sie wieder F-Agiatoren? Die folgende Person ist mir wichtig, wieso? Die folgende Person ist, sind die folgenden Personen sind unser wichtigstes Ziel bei allen Antiterroraktionen. R. Patterson, Schmuggelfälschung von Lebensmittelkarten, Volksverhetzung. Jason Patterson, Schmuggel, Volksverhetzung, Terrorismus. Maus Wilson, Schmuggelterrorismus. Luis Sanchez, Schmuggelterrorismus. Isaac Dixon, Ermordung eines Federal Offiziers. Terrorismus, Volksverhetzung, eingehäust. Hugo González, Verbreitung von Anti-Federal-Propaganda. Alison Cole, Ermordung eines Federal Offiziers, Volksverhetzung, eingehäust. Die Petersons und Sanchez sind tot, Dixon ist nachgerückt. Er ist unsere wichtigste Person, Sergeant Ward. Aber ja. Alle wichtigen,
Erinnerung von alle von verdächtigen Offizieren Gegenstände müssen im Mofa geschlossen werden. Der Code ist 680722. Ein Fuß als wo ist. Nur für Dienstgebrauch. Der Typ war ein Fedra-Kommandant oder so. Sie waren der WLF unterlegen und wollten fliehen. Was ist diese Gruppe, wenn sie die Armee schlagen können? Man braucht nicht viele, wenn man so brutal ist. Sei jetzt vorsichtig sein. Sei jetzt fertig. Okay, Jesse. Mensch, so. Nur für Dienstgebrauch. Federal Disaster Response Agency. Bericht für das Personalkommandos betreff Seattle Quarantänezone gefährdet. ZHD Captain Paul Douglas. Trotz der Anstrengungen wird es Seattle Quarantänezone in die terroristische Vereinigung fallen, die sich Washington Liberation Front nennt. Wir haben ihre Fähigkeiten unterschätzt und zentrale Stellungen in der ganzen Stadt verloren. Die Notstandspläne wurden eingekreist und wir bereiten den Abzug unserer besten Kräfte aus Quarantänezone innerhalb der nächsten 24 Stunden vor. Ich werde hier Stellung halten, bis euer erster Offizier in Sicherheit ist. Protokolle, die ich angelegt habe, werden zeigen, dass ich mein Bestes für diese Stadt und ihre Einwohner gegeben habe. Jetzt sind sie von uns befreit und der Gnade der WLF ausgeliefert. Wir werden sehen, wie die WLF eine Gemeinschaft von mehreren tausend versorgen und unterbringen kann. Sollen sie sich doch um den Unmut in ihren eigenen Reihen kümmern. Sollen sie sich doch mit diesen religiösen Fanatikern herumschlagen. Zwangsläufig wird irgendwann irgendjemand für jedes vermeintliche Unrecht verantworten. Manchmal. Zwangsläufig wird irgendjemand sich für jedes vermeintliche Unrecht verantwortlich machen. Ich wünschte, was ich könnte dabei sein. Lieutenant Camilo Torres. Neue Code 680722. Oh, hier ist er ja. Mich 24, nicht 20. So. Es vollenden sollte. Die WLF, wenn die WLF gewinnt, die Stadt kann jeden Tag fallen. Und du wenn du Väter nicht verlässt, kann ich dich nicht mehr schützen. Zu kurzem konnte ich beinahe verstehen, warum du noch bei denen bist. Aber auf dem Marktmassaker am Donnerstag begreife ich nicht mehr, wie du uns allen Ernstes fehlgeleitete Mörder nennen kannst. Diese Leute wollen nur was zu essen für ihre Familien
Und seit heute werden Leute wegen Volksverhetzung ausgewiesen. Das ist ein Todesurteil. Hör zu, du hast noch Zeit. Ich werde für dich bürgen. Triff mich am Freitag, oder am Freitag wahrscheinlich heißen, um 2 Uhr am Rastencafé. Allein, bitte komm. Ich werde es beängstigen, aber es ist der einzige Weg. Deine Freundin Sandra. Ihr wart selbst schuld, nehme ich an. Vorsichtig. Aber das war's jetzt. Die Ninja-Typen sind nie aus dem Parkhaus rausgekommen. Verdammt. Such mir das Benzin. Okay, so der. Und? Warte. Wir haben Benzin. Das Blatt wendet sich. Verschrei's bloß nicht. Das Fuck-Fedra-Tor wartet auf uns. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Oh. Dina, ich komme. Da ist übrigens durchhalten. Schimmer. Ich muss ja sagen, dass das Bankgebäude ist. Hast du Heimweh? Ein bisschen. Und du? Ich auch. Ich vermisse ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich habe immer von einer Farm geträumt. Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke, Platz zu haben. Klingt einsam. Nur, wenn man es alleine macht. Okay. Dann werden wir also Schafe züchten und Kühe melken. Machst du dich lustig über mich? Nein, das klingt eigentlich ziemlich schön. Wirklich? Ja, wirklich. Hä?
Verdammt. Tja. Ziemlich gut. Ja, die können wohl irgendwie da schon bezeichnen. Schade, wiegt zu viel. Ich schaue jetzt halt, weil ich zu viel. Vielleicht ist zu viel wiegt. Tja. Wenigstens hat sie es versucht. Ich schreibe das auf. Mehr ist hier wohl nicht zu holen. Was haben wir denn hier? Hey, was ist das? Hier steht, es gibt Vorräte in einer Bank. Sehen wir doch mal nach. Also, wir haben jetzt gefunden, Kohle. Ich habe schon wieder das Gerücht gehört, dass die Westlake-Bank durchsucht wurde. Das stimmt. Wenn das stimmt, könnte es da jede Menge Vorräte aus der Zeit vor dem Ausbruch geben. Sollen wir uns das ansehen? Wenn da drin genug Waffen sind, kenne ich ein paar Jungs, die uns dafür sicher aus diesem Scheiß doch rausbringen. Aber komm schon, ich habe nicht genug Mumm, um allein einzugehen. Aaron. So einen habe ich lange nicht gesehen. Das ist ein GPS-Gerät? Nee, warte, das ist ein Gerät, um zu qualifizieren, so an sich, um mich mal. Wenn ich es finde, werde ich was sicher zu sehen. Wollen wir mit dem Benzin jetzt zum Fuck Federator? Ja. Drücken Sie die Spitze des Geräts auf entblößte Haut. Drücken Sie fest auf das Gerät, bis es klickt. Halten Sie das Gerät 3 Sekunden lang auf die Hautstelle gedrückt. Beachten Sie die Messwerte im mittleren Anzeigefenster. Ich werde erstmal schauen, wie wir fest tun können. Ich sehe wirklich, ich habe jetzt eine nachhaltige Geschwindigkeit. Ich will gerne 7, ich will gerne 6 Passive reinbauen, aber vorher brauche ich dafür mehr Teile. Okay, wo ist denn die Bank? Oh, okay. Ist das richtig, oder? Hier bist du richtig.
So, mal schauen. Richtig über, oder? Hier ist das Richtige. Achso, ich den Zimmer auf mir jetzt reinkommen soll. Na, jetzt bin ich hier, weil ich wieder ein Register gezogen in dem Gebäude. Da, das Schild. Ich glaube, wir haben die Bank gefunden. Wollen wir reingehen? Entscheid du. Auf jeden. Das ist cool. Auf eine Scheiße, wir können jetzt ja keinen Sperrenart. Entspann dich. Das ist bestimmt schon seit Jahren so. Das wird mich heute einstürzen. Glaube ich. Gefällt mir nicht. Mist. Entscheide du. Sie tragen Schutzwesten. Ein Klicker und ein Runner. Mehr Runner. So wie wahrscheinlich ich mich bemerkt habe. Hier sind noch viel mehr Infizierte. Okay, nachladen. Funktion nach. So. Thank you.
Okay. Das waren alle. Tja, das ist die Bank. Was sind das für Westen? Das sind doch keine Soldaten. Ja. Weiß nicht. War mein Personal aber so? So, 60, 10, 20, 0, ich glaube, 6. Diese Schutzwestentypen wollten die Bank ausrauben. Oh Mann, das ist wie dieser Film. Welcher? Der mit den Surferbankräubern. Oh ja, ich liebe diesen Film. So, 60, 10, 20, 0, 6. Ablösung der Wache X. Tagsüber alle 2 Stunden, nachts alle 4 Stunden. Liefert NKB ab. Ankunft vor der Eingang 0100. L fährt nach Rinden, NKB, Treffen auf Sicherheitsdienst. N Vortür, K Hintertür, B Tresorraum. NK bewachen Sicherheitsdienst, B Tresor. NKB treffen L hinter Gebäude. Tja. Also wie jetzt so ist nur die Frage. Ich habe ihn gefunden. Na bitte. Sich. 20. 06. So. Danke. Na, also Schrotflinte. Wie sie heißt, Pumpgun. Sieh dir das ganze Geld an. Die Tasche ist voll. Mann, früher in der alten Welt. Huh, wären wir reich. Das ist ja was wert, war. Diese Scheiße, ich sollte nicht bei hier sein. Verdammt, der verdammte Lee hat mich belabert, hat gesagt, die Polizei wäre zu beschäftigt mit den ganzen Kranken, die bei herumlaufen, hat gemeint, es wäre ein Kinderspiel, weil klar diese kranken Arschlöcher, die auftauchen mussten und dann alles schiefgelaufen ist. Ich habe einen von Kai weggezehrt, der hätte mir fast den Arm abgebissen und dann haben mich meine eigenen Leute hier eingeschlossen. Die Kurs werden bald da sein. Wenn ich untergehe, gehen meine Freunde mit mir unter. Ich werde es in der Zeitung erzählen, im Fernsehen, nochmal jedem, der es hören will, dass Kai, Peters, Leon, Travis und Neil Grant konfirmte Feiglinge sind. Oha. Sie wollten die Bank am Ausbruchstag ausrauben. Da ja, sie sind wahrscheinlich schlau vor. Welche Wesen zu finden. Ich fühle mich gerade echt komisch, schwitze wie ein Schwein. Arme ganz rot und schwarz, wo sie mich gebissen haben. Kann ich klar denken, oh Scheiße, was sieht es so? Wäre ich so einem von ihnen? Scheiß drauf, wenn ich drauf gehe, dann wie ein echter Mann. Ah, der hat sich selbst erschossen. Schrotflinte. Er wird lieber tot sein als einer von denen. Naja.
Ich glaube, wir sind hier durch. Okay. Das heißt, alle Leute von sich haben markiert, dass außer BLF-Fall, da wo ich noch nicht hinkomme. Ja, der. Hallo, außer die, wo ich wohl. Also, nein, so ist. Kann ich jetzt mal weitermachen. Bräuchte mal die Wiki aus. Wie früher wäre. Was würdest du von dem Geld kaufen? Ich weiß nicht. Vielleicht eine große Farm? Aber du kannst jetzt deine Farm haben. Okay. Was würdest du kaufen? Ein Raumschiff. Oh, ach ja, dein Astronautending. Hey, das ist cooler als eine Farm. Eine Farm ist viel praktischer. Das war echt Wahnsinn. Wir haben jetzt eine Schrotflinte, also war schon okay. Okay, gehen wir zurück zum Fuck Federal Tower. Kennen wir was, oder? Kennen wir. Ja, sie ja scheint nicht zu sein. Ein Abenteuer. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, es ginge schneller. Und hier hast du Generator. Ich mal Ost 2. Okay, dann schauen wir den Code. Für Ost 2. Mega Straßensicht. Moment mal, wie ist es hier? Ich habe hier nur etwas drücken, um Coins zu geben. Hier wird auch ein Code eingeben. Manchmal, also heute Entschuldigung, kann von Seattle Fotografik. Ah, was 2 5 3 4 5. Okay.
dann. Okay. Alles gut. Gib den Code ein. Hey, diese alten Generatoren sind ziemlich zickig. Du brauchst bestimmt ein bisschen was. Oh. Entschuldige, was? Gar nichts. Das ist halt eine richtige Folge, was ich sagen würde. Hat geklappt? Tja, kein Begrüßungsgrund. Oder sie warten nur auf uns. Suchen wir einen Eingang. Die Fenster im Auge. Infiziert das gerade über den Zaun. Du kannst auf diese Weise rein. Müssten wir nicht Schüsse hören? Ich weiß nicht, was los ist. So. So. Okay, das war das. So.
hier ist frisch. Und er hat einen dieser Wolf auf Leer. Sie haben es mit ihrem Benzin wohl nicht rausgeschafft. Das ist gut, oder? Wenn irgendein Infizierter die Mörder von Joel erwischt hat, dann sind sie trotzdem tot, Ellie. Ist das keine Gerechtigkeit? Nehmen wir was mit, wenn wir schon hier sind. Jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen. Hey, da ist ihr Benzin. Tja, wenn wir noch was brauchen, wissen wir, wo es ist. Tja. Den hier erkenne ich auch nicht. Ja, die brauchen eine Frage P. Na, du doch. Er war es bestimmt. Das ist einer von Joels Mördern. Scheiße, hier drüben ist noch jemand. Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage, aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst wird's hässlich. Ja. Ost 1. Noch ein Torcode? Sieht so aus. Ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein. Ja.
Na los. Hier lang geht das raus. Vielleicht holen wir Tommy ein. Ja. Du sagtest ja, Tommy hat so einiges getan, aber... Scheiße. Ich weiß. Alles in Ordnung? Du darfst nicht schlecht von Tommy denken. Ellie, wären die Mörder meiner Schwester vor mir an einen Stuhl gefesselt, ich hätte Schlimmeres getan. Als ob ich es tue, als ob ich Tommy... Weißt du noch den Code? Der mit Blut geschrieben war? Ja. Das Torfehl erfahren wir im nächsten Teil, denn ich werde das Interview hier an dieser Stelle. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch gefallen ist, dann noch ein Abo da. Für euch unterstützen. Bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.